Herzlich willkommen zu einem Tutorial von Balloonhead 666. Wir wollen heute, wir wollen heute eine deutschsprachige Version herausbringen des Tutorials zur Generierung von Reinforced Stone. Ihr seht hier gerade meine Singleplayer-Map auf Direwolf 164, mit der ich sehr gerne rumzocke. Und da es in Ermangelung einer fehlenden deutschsprachigen Tutorial-Anleitung, ich schwatze jetzt nicht länger. Ich fange einfach direkt mal an. Also für Reinforced Stone, dieses Ding hier, was ihr braucht für Reaktoren zum Beispiel, oder gerade für Nuklearreaktoren, wenn ihr die bauen wollt, um die zu generieren, müsst ihr Folgendes machen. Ihr braucht als allererstes eine Ore-Washing Plant. In die pflanzt ihr, beziehungsweise wie ihr die herstellt, das seht ihr im Nai. Ich zeige es euch gerade mal. Ore-Washing. So. Diese Plant, da braucht ihr eine Basic Machine Casing für. Ihr braucht 3 Iron Plates, 2 Eimerchen und ein Electronic Circuit. Sollte jedem bekannt sein. Und 2 elektrische Motoren. So, die bestehen jeweils aus Tin Item Casings, einem Iron Ingot und einem Coil. Und der Coil ist einfach nur ein Stück Eisen mit jede Menge Kupfer drumherum, wie man sieht. Also prima Sache. So, davon braucht ihr eine Ore-Washing Plant. Und was diese Ore-Washing Plant macht, zeige ich euch gerade, wenn ich hier Ore nehme. Also so ganz normales Ore. Ja, so ein paar Ohren. Ein paar Satz heiße Ohren. Natürlich, Moment, ich mache mal die Musik an. So, ein paar Satz heiße Ohren. Die muss ich erstmal in den Macerator stecken. Und dort gibt es dann Crushed Iron Ore zum Beispiel aus Eisen. Und wenn ich... Augenblick. Passt. Wenn ich dann dieses gecrushte, zerstörte Ohr hier rein tue und in der Ore-Washing Plant habe ich dann Wasser zugeführt durch diese Leitung hier unten. Da kommt also immer schön Wasser dazu. Dann generiert er aus einem Crushed Iron Ore Folgendes, und zwar ein Purified Crushed Iron Ore, ein bisschen Iron Dust und Stone Dust. So, und dieser besagte Stone Dust, der ist sehr wichtig für die Generierung. Ich gehe mal gerade hier rüber. Ich guck mal nach Stone. Wir haben noch ein bisschen Dust hier übrig. So, dieser Stone Dust hier, der wird dann nämlich so angeordnet. Ich nehme noch ein bisschen Sand. Wo ist der Sand? Da ist der Sand. So, oben und unten ein bisschen Sand. Dann ein bisschen Lehm dazu. Und schon kriegen wir CF Powder. So. Und mit diesem CF Powder, ich nehme immer einfach so 5 Stück, die ich gerade mal produzieren kann. Viel mehr ist es nicht. Mit diesem CF Powder muss ich wiederum in eine Canning Machine gehen. Und zwar gibt es 2 Canning Machines vor sich. Das ist die so hier aussieht. Die andere ist ein bisschen anders. Also die Oberfläche hiervon sieht so aus. Man hat hier verschiedene Modi. Man kann zum Beispiel mit, man kann Zeug, was man hier reinsteckt, mit Wasser enrichen. Also anreichern, wie es so schön heißt. Man kann hiermit auch kennen, das heißt abfüllen, und man kann damit auch Zellen entleeren, und aus einer Zelle oder aus diesem Tank kann man Sachen befüllen. Und das ist die zweite Form, die wir brauchen werden. Das Wichtigste ist erstmal Flute Enrich Tank or Cell. So, wir füllen das Ganze mit Wasser, hauen CF Powder rein, und ich nehme mal dieses Upgrade hier raus. Und dann tue ich einfach mal dieses CF-Powder hier rein. In diesem Flute-Enrich-Modus. Man sieht, er arbeitet recht fleißig. Und es entsteht dann Construction Foam. Und zwar 1000 Millibuckets. Ein ganzes Eimerchen voll entsteht daraus. Wir sehen mal gerade, wie viel Wasser er verbraucht. Ja, so ungefähr 1000. Ja, ist in Ordnung. Gut, entsteht also daraus Construction Foam. So, den habe ich jetzt schon hier zwischengelagert in diesem Tank. Ich habe nämlich eine zweite Canning Machine, die braucht man dann. Huch. Was war das? Ist hier irgendetwas zerstört worden? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal schlafen. Das ist mir zu duster. Das sind viel zu viele Monster draußen. Ach ja, da stand übrigens Died from Radiation. ich habe mich radifiziert. Das war super. So, jetzt sind wir wieder bei hellem, fettem Tageslicht. Und sehen weiter zu, was wir machen müssen. Also, ich habe hier hinten, genau, den Construction Foam.
Den hat er jetzt produziert. Diese Canning Machine braucht nur ein Fluid Injector Upgrade. Kann man nachgucken, wie der gebaut wird. Um dieses ganze Zeug hier rauszuholen. Alternativ nimmt man einfach so ein Fluidukt, so eine Flüssigkeitspumpe, macht einen Schalter dran und schießt das Ganze einfach hier raus. Also so einen kleinen Switch hier, so einen Schalter oder einen Hebel oder was auch immer. Das habe ich zuerst gemacht und das funktioniert auch prima. Oder man baut halt dieses Fluid Injector Upgrade, setzt direkt eine Canning Machine daneben oder auch nicht. Und er pumpt dann automatisch, wenn er hier fertig ist, pumpt er das Ganze in die nächste Maschine rein. Oder dementsprechend in diesen Tank hier rein. So, diese Maschine ist genau das gleiche, nur anstatt dem Modus Fluid Enriched hat sie den Modus Fill Cell from Tank. Das heißt, was hier reingekommen ist, dieser Construction Foam, der wird abgefüllt und zwar dann in einen CF-Sprayer rein. Der wird ganz einfach mit Steinen und Stöcken hergestellt. Ich zeige euch das gerade mal. Augenblick, ich muss doch gar nichts eintragen, ich muss doch nur R drücken. Ah ne, Entschuldigung, ist ja schon wieder geändert worden. Also drei Iron Item Casings und eine Universal Fluid Cell. Die wird übrigens hergestellt mit einem Glaspane, mit einem Glasfenster und solchen, ich zeige es euch mal, Tin Item Casings mit hier hergestellt. So, und die stellt ihr her aus Zinnplatten, die ihr nochmal hämmert, sei es jetzt hier mit diesem normalen Hammer oder sei es im Rolling Mode, im Metal Former. Funktioniert einwandfrei. Gut, damit stellt man halt diese Dinger daher. Übrigens, der CF-Sprayer, jetzt muss ich doch gerade nochmal gucken. Doch stimmt, der wird genauso hergestellt. Ja. Na, passt schon. So, und hier fülle ich, der ist jetzt fast leer. Ich hau den jetzt einfach mal rein. Der wird jetzt hier komplett nochmal neu gefüllt. Hier tue ich nochmal das Upgrade rein, damit er das alles hier rauspumpt, und zwar hier oben rein. Flup. So. Der Sprayer ist jetzt von da nach da gewandert, ist voll und ich habe jetzt hier einen Spraymechanismus für Bauschaum, für Construction Foam. So, und diesen muss ich folgendermaßen verwenden. Ich schnappe mir ein bisschen Eisen. Und zwar, ich sag mal so einen ganzen Zack. So, den presse ich dann im Metal Former im Rolling-Modus zu Eisenplatten. Diese Eisenplatten mache ich dann nochmal. Ich mache das jetzt einfach mal so. Zu Iron Item Casings. Wenn ich diese habe, stelle ich um auf Extruding Modus und hau diese rein. So, und was jetzt entsteht, das sind Sachen, die man braucht für einen Iron Scaffold. So, und zwar ist das ein Iron Fence. Den nehme ich mir mal raus. Während ihr hier jetzt noch weitermacht, gehe ich mal hier rüber. Da haben wir nämlich noch genug für ein Iron Fence. Ich guck mal gerade nach Iron, da sind noch ein paar. Zack, zack. So. Also ein Iron Fence. Und dann brauche ich diese Iron Plates. Setze ich einfach mal hier drüber und schon haben wir ruckzuck Iron Scaffolds. Die Dinger packe ich mir. Immer 16 Stück pro Teil, das ist also sehr ergiebig. Und mit meinem gefüllten CF Sprayer. Achtung. Es müssen übrigens wirklich Iron Scaffolds sein und nichts anderes. Mit diesem gefüllten Ding, ich gehe mal an meiner Ernteanlage vorbei, meiner kleinen. Upsala. Gehe ich mal auf meinen vorbereiteten Bauplatz. Dort kann ich dann die Teile aufstellen. Zum Beispiel in Wandform. Ich stelle mal einen hin und sag dann 1, 2, 3, einfach mit links gegen drücken. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, immer so weit, ja. So, jetzt habe ich hier eine Wand aufgestellt. Und wenn ich diese Iron Scaffolds, die können übrigens auch auf dem Boden sein oder einzeln oder sonst was, wenn ich diese jetzt hier ansprühe, passiert das. Wie ihr seht. So, und da ist schon beim ersten was passiert. Der Bauschaum ist sofort ausgehärtet bei einem. Es dauert normalerweise bis zu mehreren Tagen. Und dieser Bauschaum ist tatsächlich zu Reinforced Stone geworden. Da kommt schon der nächste. Wir können entweder mit diesen Iron Scaffolds unser ganzes Gebäude schon mal vorab bauen, was ja ziemlich schnell geht, weil man einfach mit Linksklick die Dinger stapeln kann. Ich zeige es euch nochmal. Ich baue den hier mal ab. So.
Zack, 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 weil in diesem Modus... Zack, 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 so, erstmal weg. Iron Scaffolds, wenn man die mit Bauschaum ausfüllt und dann wieder abhaut, bekommt man wieder. Bei hölzernen Scaffolds, die bekommt man nicht wieder, da passiert gar nichts. Da wird der Block einfach nur weggehauen. So, also die kann ich prima stapeln, hier mit einmal setzen und dann einfach irgendwie links drauf drücken, damit er hochbaut. Ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3, so, dann sprühe ich das Ding voll und dann ist die Sache gut, dann nehme ich die nächsten. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, gib mir mal die beiden, 2, 3 und dann sprühe ich nochmal so. Und daraus wird dann diese Reinforced Stone Wand. Ihr könnt natürlich gerne diesen Reinforced Stone auch abhauen. Ich habe jetzt hier eine Spitzhacke mit Efficiency, was? 4 und Unbreaking 3 und die kann das Ganze natürlich abbauen. Ist aber effektiver, wenn man das sofort dorthin stellt, wo man es haben möchte und dann einfach aushärten lässt. Sehr schnelle Konstruktionsmöglichkeit für, ja, ihr wisst schon, den Atombunker, den Atomreaktor. Alles klar sonst? Das war das Tutorial für Reinforced Stone von Balloon Head 666.